Hallo, ihr Lieben, hallo. Ich habe extra mal das Bild ein bisschen am Anfang freigelassen, damit ihr seht, um was es heute geht. Es wird total spannend, es wird so spannend. Es geht um die neu entdeckte, große, goldene, mystische Stadt in Ägypten. Die wurde vor einer Woche ungefähr jetzt bekannt gegeben und es ist total spannend, weil ich ja auch schon selbst in Ägypten war und da so viel erlebt habe in den Tempelanlagen und das werde ich euch heute alles erzählen. Und ja, was hat denn diese Stadt jetzt für uns zu bedeuten? Das ist ganz spannend und sehr mystisch geheimnisvoll und passt wieder mal so richtig in die aktuelle Zeit hinein. Also meine Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir da jetzt zusammen eintauchen können. Diese goldene mystische Stadt hat ja eine Bedeutung. Und diese Bedeutung, also ich lege gerade mal mein Mikro weg, und diese spirituelle Bedeutung ist für uns als Lichtarbeiter ja maßgebend und nicht das, was jetzt die Wissenschaftler sagen, sondern was steckt denn jetzt dahinter? Welches Geheimnis birgt diese Stadt für uns, vor allen Dingen, weil die so riesig groß ist? Es ist also so, es hängt mit Tutanchamun zusammen. Der hat auch die Stadt am Schluss regiert, sag ich mal. Und die Tempelanlagen von Ramses und Amenophis, die haben diese Stadt eingegrenzt. Also die liegt so dazwischen und trägt also eine riesige Energie, diese Stadt. Und die möchte ich heute mit euch mal darin eintauchen und dass wir das auch fühlen können. Ja, und dann gibt es auch noch einen Hinweis, dass diese ganze Stadt, diese Anlage mit Orion was zu tun hat. Das erzähle ich euch aber im nächsten Video. Heute konzentrieren wir uns erstmal ganz stark auf die mystische, spirituelle Bedeutung dieser Stadt. Ich habe mal mich mit dem Galaktischen Rat unterhalten mit der Föderation und habe schon einige Vorinformationen für euch bekommen. Es geht darum, dass diese Stadt bis jetzt noch geheim gehalten wurde und jetzt aber genau in diesem Moment auch entdeckt wurde, wo wir uns in dem Aufstiegsprozess befinden. Das bedeutet ja die fünfte Dimension. Da auf diesem Weg befinden wir uns und die Energien von dieser Stadt unterstützen den Eintritt für uns in die fünfte Dimension. Es ist richtig, richtig mystisch, richtig stark von Energie, magisch. Diese Stadt, ihr müsst euch vorstellen, man sagt ja sogar goldene Stadt. Und in die goldene Stadt einzutauchen, das werden wir nachher mit der Galaktischen Föderation tun, um die Botschaften dazu zu erhalten. Ich freue mich so, ihr spürt es bestimmt. Und um einfach ja auch noch ja zu wissen, warum, was hängt das jetzt, warum ist 5D und wie können wir davon profitieren. Als ich damals in Ägypten war, das war jetzt vor 3 Jahren schon, glaube ich, ungefähr. Und da hatte ich ja auch sehr viele Tempel besucht, weil das ist einfach was, was einen Lichtarbeiter sehr interessiert. Also mich hat es total interessiert. Und in jeder Tempelanlage gab es einen abgesperrten Bereich, wo wir als Touristen nicht hin durften. Und natürlich ist sowas, was verboten ist, schon mal sehr anziehend. Ne? Und dann haben wir also, wir waren zu dritt, haben wir dann uns
ja, heimlich dort dann doch ein bisschen abgesondert von der Menge und haben halt da so ein bisschen über diese Absperrung hinüber geschaut und geguckt, was da war. Man konnte jetzt gar nicht so viel sehen, weil das waren so enge Gänge, so Steinwände verziert und aber auf dem Boden. Und da sah man wirklich mehrmals lag ein toter Vogel. Und das heißt, dieser Vogel, für den, der konnte die Energie nicht aushalten, die war so stark, dass er da lag und praktisch uns so diese Botschaft gegeben hat, sehr starke Energien wirken hier. Und ihr wisst ja vielleicht auch schon, dass die Pyramiden, die sind ja, ihr seht es am Hintergrund, die sind ja so spitz nach oben und die gleiche Form der Pyramide findet man unter der Erde als Energieform wieder. Also die Pyramide ist praktisch oben Materie und unten Energie. Und das bringt uns jetzt dazu, uns vorzustellen, diese neue goldene Stadt, die ja zwischen den zwei Tempelanlagen liegt. Und zwar liegt die ja auch im Tal der Könige bei Luxor. Und da sind ja ganz viele Pyramiden. Und all diese Pyramiden mit ihren Energiekörpern unter der Erde stützen diese Stadt energetisch. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass dieses Zusammenwirken der Energien alles sich trifft unterhalb dieser Stadt, was da für ein riesiger Energieknotenpunkt entstanden ist, der die ganze Zeit geheim gehalten wurde, der jetzt erst uns zugänglich ist, weil wir ja in das 5D-Zeitalter, in die Dimension der 5D jetzt bereit sind einzutauchen, weil wir ja als Lichtarbeiter schon sehr viel an uns gearbeitet haben. Und jetzt bereit sind, die starken Energien aufzunehmen und uns damit zu verbinden. Das hat mir alles die Galaktische Föderation gesagt. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich das heute mit euch teilen darf, denn es ist einmalig. Seit 100 Jahren, ist es erste Mal wieder so etwas Großartiges entdeckt worden und mit so einer riesigen Bedeutung für die Menschheit und für die Erde. Also es werden auch, es wurde gesagt, es werden auch noch mehr solche Orte, gibt es noch mehr und es kann sein, dass die auch noch entdeckt werden und sich dann dadurch so ein Lichtnetz spannt, welches die Energien weiterträgt und uns Menschen zugänglich macht. Und wie wir jetzt da eintauchen können und teilhaben können an dieser Energie, das werden wir in der Botschaft mit der Galaktischen Föderation gleich erleben. Und es ist mir eine ganz große Freude und eine Ehre, diese Energien mit euch zu teilen, diese Neuigkeit zu fühlen. Das war damals eine sehr reiche Stadt. Also es gibt viel Schmuck, es gibt Bäckereien, es gibt reiche Häuser und das heißt also, das war in der Fülle des ägyptischen Wohlstands diese Stadt entstanden, reichhaltig verziert und einfach große Straßen, große Häuser und auch reiche Häuser hat man also entdeckt und das ist schon schön. Und wenn man sich überlegt, dass diese Fülle auf der Oberfläche der Erde dann auch unter der Erde als energetische Fülle vorhanden ist, dann ist es für uns ein riesengroßes Geschenk, dass das jetzt gekommen ist. Denn gerade die fünfte Dimension gibt uns ja auch eine Fülle der Energie, um uns weiterzuentwickeln und das Ganze anzuheben, die göttliche Ordnung wieder auf die höheren Level zu bringen, die wir ja gerade in der jetzigen aktuellen Zeit ja überhaupt nicht haben. Und das ist also für mich ein Grund zur Freude und ich bin echt gespannt, was ihr dazu
zu sagen habe, wie ihr euch damit fühlt, prüft für euch genau, ob das für euch stimmig ist, was ich sage und was uns auch die Föderation sagen wird. Denn es sollte doch jeder für sich auch mal in sein Herz reinfühlen und prüfen, stimmt die Verbindung zu 5D? Ist diese Dimensionsenergie auch für euch fühlbar und annehmbar? Es werden also auch noch Außerirdische dann kommen in dieses Energiezentrum. Wir werden also von dort unterstützt. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass innerhalb diesen Energiezentrum tatsächlich von den verschiedenen, ich bin verbunden, deswegen muss ich manchmal meine Augen schließen, damit die Botschaften auch richtig für euch kommen. Das heißt also, dass von Andromeda, von Orion, von den Plejaden, von Arcturus, also dass da verschiedene Abgeordnete sich dort einfinden werden, das ist jetzt schon die Botschaft für euch, um dort den Menschen zu helfen, sich mit der fünften Dimension leichter zu verbinden. Es entsteht also ein intensiver Energieknotenpunkt, ein Zentrum, wo wir auch leichter mit den Außerirdischen in Kontakt kommen können und die uns von dort aus Hilfe über die ganze Erde senden werden. Also es heißt, sie sind direkt bei uns und sie unterstützen uns mit ihrem Wissen und mit ihrer Liebe. Natürlich auch mit uns, mit ihrem Schutz. Es ist gar nicht vorstellbar, was da jetzt gerade geschieht und was vielleicht auch an vielen Menschen vorbeigeht, die sich nicht dafür interessieren, die jetzt nur das Archäologische betrachten, was natürlich faszinierend ist. Aber das noch viel faszinierendere ist wirklich die Energie dieser Stadt, diese Energieform. Und ihr wisst ja, Ägypten hat viel mit Atlantis zu tun. Das Zeitalter Atlantis war ja ein kämpferisches Zeitalter, ein sehr magisches. Dort waren Hohepriester, Magier sehr stark in ihrer Energie. Und das spielt auch eine Rolle bei dieser Stadt. Und ich erinnere mich jetzt, ich habe ja ein Buch geschrieben über meine Inkarnation aus Atlantis mit meinem Drachen. Und das spielte auch in Gizeh und im Tal, in der Nähe vom Tal der Könige war ich sehr oft. Und jetzt wird mir das erst bewusst, denn beim Channeln, ich habe also meine Erlebnisse ja gechannelt und da war immer so was Komisches, wo ich dachte, da muss noch eine Stadt sein oder gewesen sein. Und das ist jetzt für mich auch eine totale Erkenntnis. Jetzt weiß ich auch, was ich da immer noch so zusätzlich gefühlt habe, aber jetzt nicht geschrieben habe, weil es damals für mich noch nicht so richtig greifbar war. Wer sich für das Buch interessiert, es steht unten im Text, da könnt ihr euch das bestellen und mal lesen, was ich alles mit den Drachen erlebt habe und mit Todd damals. Es war in der Ausbildung. Ich war also damals in der Ausbildung und durfte sehr viel lernen. Es wird also auch erklärt, was ich alles gelernt habe, bis zur Materialisation und der Formenwandlung. Also alles ist da beschrieben. Es ist kein dickes Buch, es ist nur so ein kleines, aber dennoch sehr informativ und gibt mir jetzt so die Brücke zu diesem Erlebnis, mit was wir gleich haben werden, dieses energetische Erlebnis mit der neuen goldenen Stadt, der mystischen, der riesigen, riesig großen neuen mystischen Stadt in Ägypten. Ja, und jetzt werde ich für euch gleich channeln. Ich sprühe mich schon mal ein. Ja, ich bin total aufgeregt und freudig aufgeregt und so gespannt, was die Galaktische Föderation uns jetzt noch dazu zu sagen hat. Es ist das erste Mal, dass das gechannelt wird. Also ihr seid die ersten Menschen, die jetzt
bewusst mit mir zusammen in diese Energie eintauchen. Und das ist richtig gut. Das ist richtig klasse. Puh. Ich bitte um Schutz für meinen Kanal und ich bitte um Schutz für alle Menschen, welche heute und welche in Zukunft, welche überhaupt dieses Video ansehen und diese Botschaft anhören werden. Und so spüre ich schon, wie sich der Mantel des Schutzes um mich legt. Und ich nun bereit bin, meinen Kanal zu öffnen. Ich stimme mich ein. Die Verbindung wurde hergestellt. Wir begrüßen Nirjana als Botin auf der Erde. Und wir begrüßen auch die Situation jetzt, zu allen Menschen sprechen zu können. Wir sind eine kleine Gruppe Abgeordneter aus der Galaktischen Föderation. Und wir sind die kleine Gruppe, welche bereits unter dieser goldenen Stadt eingezogen ist. Wir sind dort und wir ordnen die Energien. Und wir stellen die Energien auf ein neues Level ein. Dieses Level, dieses Energieniveau soll so eingestellt sein, dass es für jeden Menschen leicht ist, sich mit uns in Verbindung zu setzen und von der Kraft der Energien zu profitieren. Wir haben die neuen Technologien aus dem Universum unter dieser Stadt manifestiert. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie einen riesigen Computer mit sehr vielen Speicherplätzen, Arbeitsplatten, welche wir mit unseren Gedanken steuern. Wir drücken für euch viele Knöpfchen, könnte man sagen, so damit Energiestränge entstehen, große Energiebänder, welche wir von dieser Stadt aus senden, überall an die Plätze auf der Erde, wo es uns wichtig erscheint und wo Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen. Und so haben wir gerade jetzt sehr viel zu tun. Wir tun dies mit großer Freude. Denn wir wissen, dass diese Energien, welche wir für euch installieren, direkt mit dem Universum verbunden sind, mit einigen Sternenfeldern. Und diese direkte Verbindung ermöglicht es uns, euch den Zugang zur fünften Dimension leichter zu machen. Und damit ihr schon ein wenig einen Eindruck habt, wie dies ist, werden wir nun die Energien für diese Botschaft öffnen. Und wir laden dich ganz herzlich ein, in der Energie der fünften Dimension zu baden. Und wir geben euch die Möglichkeit,
die Dinge, welche euch noch hindern, in eurem Erwachensprozess weiterzukommen, loszulassen. Und so öffnet sich nun ein großer goldener Lichtstrahl, welcher genau zu dir fließt, welcher dich einhüllt und welcher dein Energiefeld reinigt. Dies geschieht jetzt, währenddessen du zuhörst, wirst du komplett gereinigt. Die Energien sind sehr hoch. Aber sie wirken für dein allerhöchstes Wohl. Und nun, geliebter Mensch, wird dein Bewusstsein ebenso gereinigt. Gereinigt von hindernden Strukturen aus der dritten Dimension, von alten Denkmustern, welche du vielleicht noch trägst oder welche vielleicht sogar unbewusst noch abgespeichert sind. Lass es ruhig geschehen, denn es geschieht in der besten Absicht und zu deinem allerhöchsten Wohle. Atme die neue Energie ein, welche zu dir fließt. Und lasse sie bewusst durch deinen Körper strömen. Denn du wirst ausgerichtet, leichter in das Erwachen zu kommen. Leichter zu fühlen, um was es geht und leichter aus dem Kollektiv auszusteigen und in deine Kraft hineinzukommen. Sodass du selbst spürst, was für dich gut ist. Und so beginnt dieses Licht aus der goldenen Stadt in dir zu leuchten. Deine innere Flamme, deine göttliche Flamme verbindet sich mit diesem Leuchten. Und wenn du nun noch einmal einatmest und wieder ausatmest, spürst du deine Ausdehnung. Und du spürst auch unsere Verbindung zu dir, denn wir sind dir ganz nah. Und wir sind voller Freude, denn das, was gerade geschieht, ist ein Geschenk und dient dem Großen und Ganzen. Und so werden wir weiter daran arbeiten, dieses Zentrum, dieses neue Zentrum der Energie der fünften Dimension zu stärken und auszudehnen. Und wir werden ab heute Energien der fünften Dimension über die Erde ausdehnen. Und jeder Mensch, welcher da dafür offen ist, wird diese Energie spüren. Und so durch dieses Spüren tragen wir dazu bei, mit dir zusammen, dass sich endlich etwas ändern kann. So bedanken wir uns bei dir, voller Freude, voller Liebe und Güte, dass du heute hier bist und wir mit dir die Energiefelder öffnen durften. Denn es ist wichtig, dass du anwesend bist, denn so finden die Energien leichter ihren Weg zu den Menschen auf der Erde. Und so hast du heute für das Große und Ganze gewirkt, mit uns zusammen,
mit den Abgeordneten der Galaktischen Föderation. So verabschieden wir uns wieder von dir. Mit Dankbarkeit und Kraft, dass dies heute geschehen durfte. Und ich, Nirjana, ich danke so sehr für diese wertvolle Botschaft und die neuen Informationen. Und schließe jetzt meinen Kanal und bin wieder ganz hier im Jetzt bei dir. Wir sind zwischendrin die Tränen in die Augen gestiegen und es gab einen Moment, wo ich fast nicht sprechen konnte. So stark war die Energie. Und es ist phänomenal. Und ich freue mich so. Ich freue mich so, denn es geht voran. Es geht wirklich voran. Und ihr dürft euch wirklich, das wurde noch gesagt, so oft ihr möchtet, mit dieser Energie jetzt in der Botschaft verbinden. Wiederholt dieses Channeling, taucht immer tiefer da rein, denn umso mehr kann sich dadurch die Energie auch auf der Erde verteilen und umso mehr Menschen erreichen und uns helfen, aus der aktuellen Situation freudig hinauszugehen. Ganz viel Hoffnung und Kraft liegt in diesem Projekt. Und ich bin so froh, dass ich das heute channeln durfte. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und eine Umarmung, ein Küsschen für euch. Wir sehen uns wieder, wenn es dann um Orion geht und was hat Orion mit dieser goldenen Stadt zu tun. Bis dann, tschüss.